Wir befinden uns hier auf der A28 zwischen dem Streckenabschnitt der Anschlussstelle Vilsum und Apen-Riemnitz in Fahrtrichtung Oldenburg. Gegen 6.21 Uhr hat es hier einen Verkehrsunfall gegeben. Ein LKW bzw. ein Sattelzug, der mit 24 Tonnen Ladung ausgestattet war, ist offensichtlich ins Schleudern geraten. Der Grund für diese Schleuderaktion können wir im Augenblick noch nicht sagen. Das werden wir erst im Nachhinein ermitteln können. Aber durch diesen Schleudervorgang ist das Fahrzeug offensichtlich unbeherrschbar geworden und in der Mittelschutzplanke zum Stehen gekommen. Es hat vorher offensichtlich noch einen Kontakt mit einem nachfolgenden PKW Daimler-Benz gegeben. Dieser PKW war mit zwei Personen besetzt. In dieser Unfallsituation oder in der Folge der Unfallsituation hat es einen weiteren Verkehrsunfall gegeben. Dieser Verkehrsunfall ereignete sich dergestalt, dass ein Ersthelfer mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen angehalten ist. Diese Situation hat ein nachfolgendes Fahrzeug nicht richtig eingeschätzt, ist durch das Trümmerfeld gefahren, mit dem Fahrzeug des Ersthelfers zusammengestoßen und hat sich dann überschlagen und ist im Seitenstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Insgesamt sind vier Personen verletzt worden. Zwei davon sind in örtliche Krankenhäuser eingeliefert worden. Insgesamt war die Feuerwehr hier aus der Samtgemeinde Hesel mit 40 Mitarbeitern und drei Ortsfeuerwehren im Einsatz. Zwei DRK-Fahrzeuge waren im Einsatz. Im Augenblick laufen die Bergungsmaßnahmen. Die Vollsperrung, die in der Folge eingerichtet wurde, wird sicherlich noch mehrere Stunden andauern.